Auf die Niki. Auf die Niki und auf dich. Und auf dich. Ah, Franz. Naja. Schau, wie wir da sitzen. Gemütlich, gemütlich. Ein Samst mit allen Hochzeitsgeschenken. Ja. Auf der Welt geht's nicht überall so gemütlich zu wie hier bei uns. Weißt du, wenn man so die Zeitungen liest, also in Indien der Mord, in Polen der Mord, Mord und Terror und Überfälle und so weiter. Naja, aber wir haben Glück. Wir haben Glück, jetzt haben wir sogar Glück. Du verschreist nicht. Toi. Nein, ich will es auch gar nicht verschreien. Ja. Du, also am Dienstag. Weißt du, dass wir eigentlich ganz nah dran sind, Urgroßeltern zu werden? Stell dir vor. Wieso Urgroßeltern? Naja, wenn die Niki jetzt heiratet, das ja, ist. Ja, Entschuldigung. Ja, müssen wir dran denken. Du, also am Dienstag, das wird ein großes Familientreffen sein bei der Hochzeit, da kommt also die. Ja, die Dina kommt extra her. Na, das glaube ich. Tommy. Ja, Tommy, der ist sich noch nicht im Klaren. Also er kriegt ja Urlaub vom Bundesheer, aber er ist sich noch nicht im Klaren darüber, ob er in einer Uniform kommen soll oder ob er doch sich also einen Privatanzug anzieht. Wie ist das? Hat er schon eine Ausgehuniform? Keine Ahnung. Weißt also das, Gott sei Dank, ich war mein ganzes Leben bei keinem Militär. Keine Ahnung, ob er da schon eine Ausgehuniform hat oder nicht. Ja, aber ein Kind wird fehlen. Bei dieser Hochzeit, der jüngste Bruder von der Niki. Ach so, du denkst jetzt an den kleinen Argentinier oder naja, Brasilianer. Ja, Brasilianer. Brasilianer. Ja, der Oliver. Du, weißt du, die Elfi hat vor ein paar Tagen einen Brief bekommen vom Dr. Pereira, also im Dezember. Was? Im Dezember schon? Bringt er uns den Oliver her. Mein Gott. Das wird ja ganz angenehm sein. Jetzt ist die Elfi dann sozusagen so allein, also ja. Ein bisschen Trost in ihrem... Du, aber pass auf, wenn du von Oliver sprichst, dann denke ich an den Kleinen von Dr. Kröner, ja? An den David. Na und? Naja, ich überlege mir, ich habe ja nie daran geglaubt, dass das wirklich zu einer Hochzeit kommt, muss ich ganz ehrlich sein. Aber jetzt auch noch mit einem Kind, ob das die Niki schafft... Du, das ist doch nicht einfach. Aber ich bitte dich, zerbrich da nicht den Kopf und vor allem einmal, mach mal uns jetzt... Du, im Übrigen, also, morgen Nachmittag bist eingeladen. Was? Wozu? Na, von mir bist eingeladen. Ich führe dich ins Kino. Wir waren schon so lange in kein Kino mehr und jetzt habe ich neulich eine Kritik gelesen und der Kritiker hat 6 Sterne einem Film gegeben, hat gleich dazu geschrieben, das gibt's eigentlich gar nicht, aber er hat ihm so gefallen, dass er ihm 6 Sterne, das ist dieser neue Mozart-Film. Der neue Mozart-Film, weißt du, da hat's doch gegeben, ein Bühnenstück. Also Amadeus, meinst du? Ja, Amadeus, also diese Geschichte zwischen Salieri und Mozart. Und wo der Mozart ganz anders gezeichnet ist. Ganz anders gezeichnet ist. Also ich meine, bitte... Und da gehen wir morgen, weißt du? Wenn ich nicht morgen einen Kater habe vom Polterabend. Aber geh einen Kater vom Polterabend. Könnte überhaupt sein. Nein, schau. Dass ich über die Stränge schlage? Na, geh, dich kenne ich, wie du über die Stränge schlagst. Nicht? Da schlag schon eher ich über die Stränge. Aber es wird ja wunderschön sein, die Niki. Nein, also wer uns das vor ein paar Jahren gesagt hätte, da warst du so mit dem Heinz, einmal hin, einmal her. Wir waren eh alle nicht sehr glücklich mit dem Heinz. Ja, oh gut, ja, das ist ein aber netter Kerl. Ja, ist ein netter Kerl, aber er ist ein Flutriwusch. Also das muss ich also zugeben. Der Dr. Kröner ist mir schon irgendwo lieber. Siehst du, der Dr. Kröner, seriös? Das ist derjenige, bei dem sogar der Ernst, der hat doch sonst gegen alle Verehrer von der Niki was einzuwenden gehabt, aber den Dr. Kröner, den akzeptiert er. Und dann ist er so hübsch, nicht? Ja, ist so hübsch. Und elegant und soigniert und wirklich also ein gebildeter Mann. Ach Gott. Da hast du gehört? Das ist er. Das wird er sein, natürlich. Wie heißt's, wenn man den Esel nennt, kommt der Kröner? Na bitte dich, du wirst doch nicht vom Dr. Kröner als Esel sprechen. Also, Bittchen, Herr Sektionschef, da ist ein Expressbrief gekommen. Ja, ein Expressbrief, danke schön, Frau Sobrich. Bitte. Schon gut. Das ist gut. Was ist gut? Das ist gut, dass sie mir gegeben hat. Der gehört gar nicht mir, der gehört dir. Was? Und da geht die Sokol einfach auf dich zu? Der Herr des Hauses bekommt die Post. So was Altmodisches. So ist das nun einmal. Aber du, pass auf, wird irgendeine Gratulation sein? Wird dir jemand Glück wünschen? Nix. Schau mal, das ist doch die Schrift von der Niki. Na, okay, das ist aber ja, nett. Die Niki, dass dir die Niki noch, bevor wir hat sie mir zu den heute noch zu sagen. Ja, schreibst du. Liebe Omi, liebe ich schreibe Omi. Diese Zeilen an dich, weil ich weiß, dass du am besten... Was ist denn? Moment, was ist los? Ist sie krank? Um Gottes Willen. Was ist denn? Das darf doch nicht wahr sein.
Ich verliere völlig die Fassung. Entschuldige, bitte lies. Bitte, das ist ja. Sekt habe ich ausgeschüttet. Na ja, es ist wurscht, das ist, macht schon nichts mehr. Mein Gott, im liebe Omi, ich habe die Leser. Also lies doch. Weiter. Ja, lies ich weiter. Schreibe diese Zeilen das an dich, weil ich weiß, dass du am besten meinem Bräutigam ja, meinen Entschluss erklären ja. kannst. Jetzt ich kommt's, ja. So etwas. So etwas. Na, habe ich die Ehre. Franz! Franz, bitte, was machen wir jetzt? Was können wir denn tun? Was wir machen, was wir tun können, wir können gar nichts. Deine liebe Enkelin hat ja schon alles gemacht, nicht wahr? Aber Hila, jetzt ist eines wichtig. Nur keine Panik. Es muss natürlicherweise unter uns bleiben. Was sagst du, was heißt denn das unter uns bleiben? Aber das ist doch ganz unmöglich. Ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Wie soll denn das unter uns bleiben? Aber bitte, wann bist du so außer Sicht? Wegen der kleinsten Katastrophe gerätst du gleich. Kleine nur keine Katastrophe? Nur keine Panik, das merke dir. Das ist das Wichtigste. Nur bitte keine, was ist denn? Diesen Blumenstock, bitte. Den hat das Fräulein Fuchs vom Haus, ich wissen Sie, hat's abgegeben für die Nicke mit herzlichen Grüßen zur Hochzeit und alles Liebe und wenn's ihn gierst und düngt, dann wird er bis zu die Enkelkinder halten, hat's gesagt. Ja, und dann, sie möchte ganz gern, wenn's leicht geht, ein Hochzeitsbild haben. Also Foto gibt's, nehmen Sie zuerst einmal diesen, verschwinden Sie mit diesem Blumenstrauß und Foto gibt's keins, verstanden? Nein, denn warum nicht? Ach so, ich weiß, Sie haben keinen Fotografen bestellt. Herr Sektionschef, da weiß ich, der Herbert, der macht Bilder, wundervoll, weich gezeichnet. Den kann ich gleich anrufen. Nein, Sie machen gar nichts. Es darf überhaupt niemand etwas davon erfahren, verstanden? Von was darf man... Franz, ich bitte dich, sei ruhig, nimm dich zusammen, bitte, beruhige dich. Also nur keine Panik, also bitte, Sie sehen, meine Frau ist ja vollständig aufgelöst. Das ist nichts. Das sehen Sie nicht. Nein. Also wenn Sie nicht immer, also jetzt gehen Sie schon endlich mit diesem furchtbaren Blumendings da hinaus. Marsch hinaus mit diesem. Bitte, fort. Bitte. Also bitte, das habe ich einmal erledigt. Was hast du? Schau, Hila. Das Wichtigste ist jetzt, man darf sich nichts anmerken lassen. Franz. Pass mal auf, jetzt hör mir gut nein, zu, bitte, ja? Bitte, bevor du mit der Jammerei beginnst. Diese Jammerei bringt überhaupt gar nichts. Man muss das Ganze strategisch angehen. Schlachten werden ja nicht auf dem Feld, auf dem Feld da... Auf dem Schlachtfeld. Ja, bitte unterbrich mich nicht, das sag ich ja. Also werden ja nicht auf dem Schlachtfeld entschieden, sondern schon vorher. Verstehst du? Nein, das verstehe ich nicht, weil wir uns nicht im Krieg befinden, Franz. Bitte, wenn man alles anständig geplant hat, strategisch, dann kann ja überhaupt nichts passieren. Man muss sich ganz einfach so benehmen wie immer. Aha, ach, da bin ich ja sehr neugierig, wie du dich also in ein paar Minuten benehmen wirst, wenn der Dr. Kröner kommt, um uns zum Polterabend abzuholen und... du ihm sagen wirst, die Braut lässt sich entschuldigen. Sie kommt nicht? Ja, sie kommt nicht zum Polterabend und nicht zur Hochzeit. Hila, das müssen wir ihm ja nicht sagen. Ach, das müssen wir nicht? Nein. Ach so, du meinst wir nicht, sondern ich allein. Du, ich kenn dich. Moment, du bringst mich da auf eine Idee. Na, im Moment steht dieser Brief, liebe Omi, natürlich, ich schreibe diese Zeilen an dich, weil ich weiß, dass du, nicht ich, dass du am besten meinem Bräutigam meinen Entschluss erklären kannst, ich heirate nicht, ihn nicht und niemanden anderen. Ich bin heute früh nach New York geflohen. Nicht geflohen, schreibt sie, schreibt geflogen. Nicht? Ja. Und jetzt möchte ich dir etwas sagen. Ja. Falls du die mit dem Gedanken spielst, dass ich alleine die Situation erledigen soll, dann mache ich dich darauf aufmerksam. Ich stehe jetzt auf, gehe weg und du siehst mich nicht wieder und du kannst ganz allein mit dem Dr. Kröner reden. Ja? Dazu wärst du imstande. Dazu wäre ich imstande. Du würdest einfach weggehen und mich, also feig. Also bitte, aber feig war ich noch nie. Wir werden es ihm ganz einfach nicht sagen. Wir werden ihm doch nicht seinen Polterabend verderben.
Wir werden ihm nichts sagen. Ach so, wir werden ihm also nicht sagen, dass der Polterabend ohne die Nicke stattfindet. Und er wird sie gar nicht vermissen, meinst du, wenn sie nicht am Polterabend da ist. Und er wird sie auch gar nicht vermissen am Dienstag, wenn niemand neben ihm steht, der ja sagt, vielleicht fällt es ihm gar nicht auf. Was? Es fällt ihm nicht auf? Ja, er ist doch nicht wahnsinnig geworden. Du entschuldige vielmals, es fällt ihm nicht auf. Ich habe das Gefühl, dieser Brief hat dich um den letzten Rest deines Verstandes gebracht. Nein, wirklich. Nein, überhaupt es fällt nicht ihm nicht auf, dass die Braut nicht da ist, dass die Braut fehlt. Ja, bitte, ich weiß nicht, warum du so böse deswegen bist. Entschuldige, ich bin nicht böse. Ich bin verzweifelt. So? Ja. Da wirst du mir vielleicht noch vorwerfen. Nein, du hast den letzten Rest von Verstand verloren. Was anderes kann ich dir nicht sagen. Großartig, auf das habe ich nur gewartet. Also das ist natürlicherweise typisch. Dass du gleich wegen einer Kleinigkeit so völlig die Nerven verlierst. Franz, du wirst ausfallend. Nein, ich verliere nicht die Nerven und ich werde auch nicht ausfallen. Ich bin ganz ruhig. Du bist ganz ruhig, du bist gar nicht auffallend. Du sagst, dass du ich hätte den letzten Rest von Verstand verloren. Ich habe keinen letzten Rest von Verstand. Also bitte, warum soll ich mich umdrehen? Wer hat keinen Verstand? Das ist ein Elfi, was machst denn du da? Also bitte, du fragst mich, was machst denn du da? Es war doch ausgemacht, dass ich mit euch und dem Dr. Gröner zum Polterabend war. Na, entschuldige. Der Ernst ist schon dort in dem Lokal, der bereitet alles vor. Aber ich sehe schon, mit deinem Auto werden wir nicht auskommen. Nein. Die Sokol, der Guido, du, der Tommy, na, du, da werden wir mindestens zwei Autos brauchen. Was ist? Geht's dir nicht gut? Doch, es geht mir prächtig. Allerdings nur halb so prächtig wie deiner lieben Tochter, der Niki. Franz? Ja? So, ich werde was sagen, mit Sarkasmus kommen wir nicht weiter. Also bitte, der Niki geht's ja jetzt wirklich besser. Ich meine, drei Tage vor der Hochzeit ist jeder überströmend glücklich. Ja, und sie hat ja das Glück so überströmt, dass es gleich weggeschwemmt hat. Weit weg, weit weg. Kannst du jetzt Chinesisch? Hoffentlich bleibt dir das nicht. Nein, mir wird das nicht bleiben. Aber deiner Tochter, der wird eine Fremdsprache bleiben. Englisch nämlich. Ah, Gott. Entschuldige bitte, war das ein Witz? Weil ich habe nämlich jetzt die Pointe nicht verstanden. Elfilein, setz dich ein bisschen, komm, bitte. Nein, ich weiß nicht, ein bisschen Zeit haben wir schon. Weißt du, ich möchte nämlich, sag, willst du nichts trinken? Nein, um Gottes Willen. Nein, danke, ich vertrage eh so wenig. Und bei so einem Polterabend muss man doch ohne Unterbrechung anstoßen. Ja. Übrigens, stell dir vor, der Ernst, die hat 12 Flaschen Champagner bestellt. Aber also, ich meine, finde das schon wirklich ein bisschen größenwahnsinnig. Der ist überhaupt, der macht ein solches Theater. Aber geht. Ja, seine Lieblingstochter heiratet. Und um Gottes Willen, er wird sie verlieren. Und so. Ich sag dem Ernst die immer. Durch diese Hochzeit verlieren wir doch die Niki nicht. Richtig. Also mit dieser Prophezeiung, dass du den Nagel auf den Kopf getroffen. Okay, das ist ein so bezaubernder Mensch, so ein lieber Mensch. Der nimmt uns doch die Niki nicht weg. Nein. Im Gegenteil, ich hab das Gefühl, jetzt kriegen wir noch einen Sohn dazu. Ja, wie recht du hast. Der wird uns auch noch bleiben, so wie der Heinz. Also. Bitte, Hilla, übersetz mir den Franz. Elfi, pass auf, ich möchte was sagen, ja? Ja. Ich habe einen Brief bekommen. Ah ja, von wem? Ja, einen Expressbrief von der Niki. Bitte? Stell dir vor, von der Niki habe ich einen Expressbrief bekommen. Das von der Niki? Ja, und da teilt sie mir mit. Also ich meine, nicht nur mir. Weißt du, uns allen teilt sie mit. Was? Was heißt das? Geh bitte, lies selber. Liebe Omi. Ja, der Anfang ist gut. Ja, bitte? Grüß Gott, entschuldigen Sie bitte, ich bin nicht eingeladen. Das ist mir bekannt. Ja, ich bin der Petermann vom Attersee. Das ist mir auch bekannt. Aber jetzt bin ich in Wien, weil es eh wurscht ist, wo ich bin. Ja, also Sie mit dem Wurscht, das ist nicht gerade so, weil es ist nicht besonders günstig. Halt. Wissen Sie, wir heiraten in 3 Tagen und heute haben wir den Polterabend, wir sind schon fast unterwegs dazu, wir warten eigentlich nur noch auf den Bräutigam. Ja, so geht's zu auf der Welt. Für jeden Menschen, der stirbt, wird einer geboren. In derselben Sekunde, aber ungerecht ist das müssen Sie zugeben. Na, das ist eigentlich logisch. Logisch? Ja. Ja, ich weiß, Sie sind eine Frau, Sie haben kein Herz. Was, ich hab kein Herz, Herrn? Das geht sich übrigens ein Schmoren nach.
Kennst du den Samovar halt nicht mehr beschneiden? Nein, das drum schaut schwer aus. Wissen Sie, ich darf wegen meiner Augen nichts heben, stellen Sie es da her. Ja. So, also, was habe ich überhaupt noch nicht gesehen. Was ist denn das, ein Samo-Dings da? Was kann denn der? Russisch. Spricht Russ. Ja, die Russen machen Tee damit. Ich will ihn dem Fräulein Nikit zur Hochzeit schenken. Ich habe nämlich die Anzeige gekriegt. Ich habe dabei weinen müssen. Ich geniere mich nicht, dass ich Ihnen das sage. Und jetzt habe ich kein Taschentuch mehr. Vom Bahnhof bis daher habe ich ein ganzes Backerl verbraucht. Können Sie mir eins bohren? Ja, das schon, nur wenn Sie wissen, wenn man kurz vor einer Hochzeit ist und Sie infiltrieren uns alle mit den Schnupfen, das hätten wir ungern, ich und die ganze Familie nicht so gern. Schnupfen? Ja. Dass ich nicht weine? Nein, Schnupfen habe ich das letzte Mal gehabt, 1974 oder 73. Das ist auch schon gut. Jetzt nicht mehr, nein. Ja. Jetzt ist mein Herz gebrochen. Aber, Hans, kommen Sie einer mit sowas, wenn man nicht direkt im Zug steht. Schon zu spät, ich bin die ganze Fahrt vom Attersee bis Wien im Zug gestanden, so voll war er. Oh, ich werde gleich dem Herrn Sektionschef sagen, dass Einen Moment, warten Sie, er soll mich nicht in diesem Zustand sehen. Er kennt mich vom Attersee her nur als Mordsburschen. Mhm. Ja, aber das war vorher. Vor was? Vor der Scheidung. Könnte ich jetzt das Taschentuch haben? Ja, kommen Sie in die Kuchel. Bitte. Bitteschön. Kommen Sie einer? Oh, da habe ich es eh. Also, Sie haben sich scheiden lassen. Aber wo? So was hätte ich nie getan. Das ist ganz gegen meine Prinzipien. Also, wer hat sich denn scheiden lassen? Meine Frau. Von mir. Von mir. Können Sie das verstehen? Na also. Na, jetzt trinkst du ja doch was, Elfi, ne? Geht's dir schon besser? Damit's mir besser geht, müsste ich gleich die ganze Flaschen austrinken. Das heißt, eine, drei, zehn, der Tod aus Ohnmacht. Aber Ende. Nur keine Panik. Wenn du jetzt noch einmal das Wort Panik sagst, ich glaube, dann werde ich hysterisch. Ja, siehst du, Elfi, die Hilla ist schon vollkommen außer sich. Aber ich habe inzwischen nachgedacht, werde diese Sache regeln. Was denn? Wie denn regeln, um Gottes Willen? Aber ganz einfach. Ich werde da Niki telegrafieren. Sie muss sofort zurückkommen. Ja, bitte. Ja. Ich weiß schon, heute wird sich das abends nicht mehr ausgehen, aber bis Dienstag kann sie ohne weiteres wieder da sein. Mach doch die Niki nie. Ich kenne doch meine Tochter in- und auswendig. Ah, du kennst deine Tochter in- und auswendig? Aber wenn du sie in- und auswendig kannst, wieso hast du denn ihre Flucht nicht bemerkt? Franz, sei doch nicht so ungerecht. Was kann denn die Elfi dafür? Ja. Bitte. Ja. Nein. Ja, aber bitte, genau das wird mich der Ernst auch fragen. Mein Gott, der Ernst. Der Ernst. Wenn der Ernst das erfährt, Gott, er ist jetzt in dem Lokal überwacht. Die Tischdekoration, ob der Champagner kalt ist. Bitte, was soll ich denn dem Ernst sagen? Ich sage ihm einfach nichts. Ja. Was? Du sagst, du bist ja genauso verrückt wie der Franz. Ihr seid ja zwei Vogelsträuße, habe ich das Gefühl. Strauße. Strauß, Mehrzahl, Strauß. Ja, bitte lass mich jetzt in Ruhe. Er erzählt mir die ganze Zeit, wir sollen dem Dr. Kröner nicht sagen. Was für ein Irrsinn. Entschuldige, das ist doch gut. Was? Na, dem sagen wir nichts. Ja, eben. Ich habe eine Idee. Ja? Wir drei. Wir packen jetzt unsere Sachen und wandern aus. Wir verschwinden, ja? Wir sind einfach weg. Sag einmal, wie kommt ihr mir denn vor? Nein, wir packen überhaupt keine Sachen, wir verschwinden so. Wie kommt ihr mir denn vor? Ihr tut ja genauso, wie wenn ihr euch wegen irgendetwas genieren müsst. Oder wie wenn ihr irgendeine Schande vertuschen müsst. Na, entschuldigt schon, aber das, was die Niki getan hat, das ist doch keine Schande. Weder für sie selbst, noch für uns, noch für die Familie. Ich meine, natürlich, es ist vielleicht ein bisschen unfair, war schon, aber... Du bist wirklich sehr nachsichtig, sehr gütig, ein bisschen unfair. Ja. Ich weiß nicht, ob der Dr. Kröner finden wird, dass die Niki nur ein bisschen unfair ist, wenn er da steht und sich die zwei Trauringe anschaut. Also. Solange er sich nur die Trauringe anschaut, ist es ja gut. Aber mich wird er sich anschauen, verstehst du? Mit wehen, braunen Rehaugen wird er auf mich blicken und mit zitternder Stimme wird er mich fragen, warum? Aber
Elfi, diese Frage ist sehr einfach zu beantworten, weil die Niki eben eingesehen hat, dass sie ihn nicht heiraten will. So einfach ist das, siehst du. So, bitte. Naja, ich meine, sie hatte vielleicht den Zeitpunkt ein bisschen knapp gewählt für diese Erkenntnis. Das gebe ich zu, aber es ist immer noch besser, Elfi, vorher als nachher. Und wieso schreibt sie eigentlich dir? Wieso schreibt sie nicht mir? Ja, weil sie wahrscheinlich befürchtet hat, du würdest ohne zu packen verschwinden. Dann bitte entschuldige, Elfi, es sollte ein Witz sein. Erinnere mich in einem halben Jahr, dass ich drüber lache. Entschuldige. Bitte um Entschuldigung. Ich weiß schon, der Moment ist nicht sehr gut, aber ich meine trotzdem, es wäre jetzt ganz gut, wenn der Herr draußen ein bisschen jetzt hereinkommt. Wissen Sie, der heult mir die ganze Küche nass. Oh Gott, das will mir. Er ist schon da. Der heult. Wieso heult er? Wieso heult er? Was weiß der? Wieso weiß der? Nein, bitte, ich kann mit weinenden Männern nicht reden. Pfeife, das ist wahr, ich auch nicht. Das ist ein Scherz, wie das so ein Platz als Mannsbild. Aber bitte, es ist nämlich andererseits so, er hat einen Samurai mitgebracht. Und das sollte man halt doch vielleicht guten Tag sagen, habe ich mir gedacht. Was? Er hat einen Samurai mitgebracht? Ja. Ja, wozu schleppt denn der einen Japaner mit herum? Aber Franz, warum soll er denn nicht mit Japanern befreundet sein? Ist doch möglich. Ich weiß, der macht Harakiri aus, los, der will sich, dazu braucht er den Japaner. Dazu braucht er keinen Japaner, dazu braucht er nur ein scharfes Messer. Also jetzt bitte nur keine Panik. Bitte, was der braucht, das ist nur ein Haufen Taschentücher. Ja, sonst braucht er nichts. Und bitte, und der Samurai ist eigentlich ein Russ und der gehört zum Tee trinken. Frau Sokol. Können Sie nicht einmal einen geraden Satz sagen? Sehen Sie nicht, in welchem Zustand meine arme Frau ist? Von meiner Schwieger... Wo ist sie denn überhaupt? Also von meiner Schwiegertochter überhaupt nicht zu reden. Die ist ja vollkommen aufgelöst. Und da kommen Sie daher und blödeln vor sich hin? Herr Sektionschef, ich blödel nicht, weil ich nicht blöd bin. Und wenn Sie sich aufregen, weil Ihre Enkelin einen Polterabend hat, das kann ich zwar nicht verstehen, aber das kann ich verzeihen. Nur was die Beleidigungen meinerseits angeht, die verzeihe ich nicht. Ich erwarte Ihre Entschuldigung. Sie finden mich in der Küche. Und jetzt schicke ich den Herrn Petermann herein. Siehst du? Jetzt hast du es. Jawohl. War das notwendig, dass du sie so angegrobst hast? Das ist wirklich... Der Petermann? Na ja, vom Attersee? Ja, was soll man denn mit dem anfangen? Herein mit ihm, was jeder ist mir lieber als der Dr. Gröner. Ja, aber trotzdem bleibt er. Grüß dich, die Damen. Ja, grüß dich. Herr Sektionschef. Ich komme ungelegen, uneingeladen und unglücklich, aber bitte, das tut nichts zur Sache. Unglückliche Menschen schiebt man gerne ab, darum falle ich ihnen auch nicht zur Last. Und übergebe hiermit nur den Samovar für die glückliche Braut. Und möge er ihr mit seinem leisen Summen Frieden bringen, bis dass der Tod ihre Ehe scheidet und nicht der Richter. Ja, Herr Petermann, ich danke Ihnen für diese rührende, was ist denn? Danke Ihnen für diese rührende Ansprache, wenn ich sie auch in ihrer vollen Tiefe nicht ganz ermessen kann. Aber jedenfalls, das ist wirklich wunderschön, so ein herrliches Geschenk. Was ist denn? Gib's zurück, das können wir doch nicht behalten. Das machen wir später, ich werde das später regeln, nur keine Panik. Lieber Herr Petermann, es tut mir sehr, sehr leid, dass wir Ihnen heute gerade nichts anbieten können. Aber wissen Sie, wir sind... Im Aufbruch, ich weiß zu einem glücklichen Ereignis, während ich den Abbruch meines bisherigen Lebens beweine. Bitte, bitte nicht stören. In Ihrer Freude, ich sitze nur ganz ruhig da und versuche, an bessere Tage zu denken. Ja, tun Sie das. Denken Sie an bessere Tage, die werden ganz bestimmt kommen. Nur jetzt, Herr Peter. Er ist da, schnell, wenn du kommst. Nein, komm doch überhaupt nicht in Frage. Entschuldige, wir brauchen doch unsere fünf Sinne für das, was jetzt kommt. Elfi, bitte. Bitte, damit Sie einen geraden Satz von mir hören. Der Herr Dr. Gröner ist soeben angekommen. Sie haben mich hoffentlich verstanden, Herr Sektionschef, ja? Grüß Gott. Grüß Gott, Herr Doktor. Was hat sie denn?
Na, so kenne ich sie gar nicht. Wie sie mir die Tür aufgemacht hat, ist mir direkt ein eisiger Hauch entgegengeschlagen. Ja, mein Mann hat sie beleidigt, ja, aber das gibt sich sehr schnell. Das gibt sich. Es gibt sich überhaupt vieles, wie es schon im Lied so schön heißt. Es geht alles vorüber, es geht alles vorbei. Die Zeit heilt alle Wunden. Ja, nicht ganz, nicht ganz. Es gibt Wunden, die nie verheilen, wenn einen eine Frau verlassen hat. Lieber Herr Dr. Kröner, ich glaube, Sie kennen Herrn Petermann noch nicht. Das ist ein lieber Freund und Nachbar bei uns am Attersee. Freut mich. Ja, und er hat ein Hochzeitsgeschenk mitgebracht. Ja, das ist aber nett von Ihnen. Werden Sie am Dienstag auch bei unserer Hochzeit dabei sein? Nein, das glaube ich nicht. Bitte, ich danke für die Einladung, aber ich glaube, eine Hochzeit könnte ich im Moment nicht ertragen. Ich stehe nämlich auf den Scherben meiner Existenz. Na, das tut mir leid. Aber Scherben, das bringt mich auf meine Frage. Sind Sie fertig? Können wir fahren? Mhm. Na, ich will die Niki nicht schon am Polterabend warten lassen. Sie ist so ein zuverlässiger, wunderbarer Mensch, wissen Sie? Ja. Aber Sie wissen das ja, von Ihnen bekomme ich sie ja. Und ich kann mich für dieses Glück nicht genug bedanken. Für die Niki. Halt das nicht aus. Nichts, lass dir nichts anmerken. Elfie. Da sind ja so viele Hochzeitsgeschenke. Ja, die Niki und ich, wir werden Wochen werden wir brauchen, bis wir uns für all das bedanken können. Ja, hoffentlich sind überall Karten drauf. Ja, hoffentlich, ja. Damit wir keine Schwierigkeiten haben beim Zurückgeben. Ich meine, Hilla, sag was. Der Samovar, der ist von mir. Na, ist der aber schön. Das ist genau das, was uns noch gefällt. Darf ich Ihnen übrigens einen Rat geben? Vereinbaren Sie Gütertrennung vor der Hochzeit, weil sonst haben Sie nachher so den Schirm auf wie ich. Wissen Sie, meine Frau hat ja sogar die Ehebetten abtransportieren lassen. Nur die Nachtkasteln hat sie dagelassen. Eiche. Ja, Sie können sich ja nicht vorstellen, wie traurig ein eheliches Schlafzimmer ausschaut, nur mit Nachtkasteln. Doch, lieber Herr Petermann, wir können uns das sehr gut vorstellen, aber wissen Sie, jetzt, im Moment wissen Sie übrigens, meine Frau hat sich scheiden lassen. Haben Sie das gewusst? Nein! Ja? Das ist aber interessant. Erzählen Sie uns ein bisschen was davon, Elfie, Herr. Ich glaube, es gibt etwas Wichtigeres für uns zu besprechen. Ich wollte nur ein bisschen Geigenfrist herausschenken. Franz, ja? Sag mal, wäre es nicht jetzt gerade richtig, dass du oder ich meine wir mit Herrn Dr. Kröner in dein Arbeitszimmer gehen? Ja, ich weiß schon warum. Die Niki hat mir alles erzählt. Ja, Sie dürfen ja nicht böse sein. Sie ist halt so ein offener Charakter. Entschuldigen Sie bitte. Wann hat sie Ihnen alles erzählt? Wir waren am Montag, glaube ich. Ja. Und Sie haben nichts unternommen? Ja, bitte, was hätte ich unternehmen sollen? Gefreut habe ich mich natürlich. Gefreut? Ja. Ja, die Niki hat mir erzählt. So verraten, dass wir von ihren Großeltern das Silberbesteck zur Hochzeit bekommen. Und ich verspreche Ihnen, wir werden es in Ehren halten. Und wenn einmal unsere älteste Tochter heiratet, die bekommt das dann auch in der Ehe mit. Herr Dr. Kröner, Sie werden keine Tochter bekommen. Und dann halt ein Buben. Nein, auch das nicht. Also, zumindest nicht von der Niki. Franz, aber bitte doch nicht so. So etwas kann man doch schonender sagen. Das Silberbesteck hat meine Frau auch mitgenommen. Aber wissen Sie, das macht mir weniger, weil das war eh schier. Aber das ist ja der Niki, ihre Handschrift. Nein, das ist überhaupt keine Handschrift, das ist überhaupt nichts. Das ist nur ein Kuvert von jemand ganz Fremden. Aber komm, Elfi, bitte lass das doch. Natürlich, Sie haben ganz recht, das ist die Handschrift von der Niki. Es ist ein Brief von ihr. Ich habe ihn bekommen und also ihr hauptsächlich betrifft dieser Brief Sie, Herr Doktor. Und deshalb möchte ich Sie bitten... Bitte lesen Sie diesen Brief. Betrifft mich? Na? Ja, ist sie nicht bezaubernd, meine kleine Niki? Also meine Frau hat mir nie geschrieben. Nur einmal, wie sie mich verlassen hat. Das hat sie mir nicht ins Gesicht sagen können. Frauen sind da feig, müssen Sie wissen. Aber das ist doch... Das gibt's doch... Nein, ich glaub's einfach nicht. Na, warum hat sie das getan? Warum? Warum? Na, was habe ich gesagt? Der mich mit anschauen beim Warum. Herr Dr. Kröner, wir wissen natürlicherweise genau, wie Ihnen zumute ist. So, woher wollen Sie das denn wissen? Na ja, Gott, ich war ja auch einmal jung. Das war lang vor deiner Zeit, Hila. Da bin ich auch gelegentlich von Frauen verlassen worden. Aber vermutlich nicht 3 Tage vor der Hochzeit. Herr Doktor. Wir wissen, wie schlimm es für Sie ist, wirklich. Aber glauben Sie mir, es wäre noch viel schlimmer, wenn die Niki ihren,
Irrtum nicht rechtzeitig erkannt hätte. Ich bin also ein Irrtum, nichts weiter. Naja, und dabei habe ich gedacht, sie ist die einzige, die endgültige Frau für mein Leben. Ich habe sie geliebt, sie mich nicht. Ganz einfach, nicht wahr? Aber ja, sie hat sie ja geliebt. Nur nicht genug, um sie zu heiraten. Manche haben im Glück im Leben, andere Pech. Sie haben Glück, ich habe die andere Seite erwischt. Was glauben Sie, was ich mir alles erspart hätte, wenn meine Frau vor der Hochzeit auf und davon wäre? Zum Beispiel die Zusatzversicherung. Was glauben Sie, jahrelang habe ich die gezahlt, umsonst, weil Kranke sind nie geworden. Und dann die Reisen. Sogar nach Mallorca hat sie fahren müssen. Also ich kann Ihnen sagen, fahren Sie nicht hin. Da rate ich Ihnen ab. Bitte, der Rotwein ist nicht schlecht wird, aber Knödel können die keine anständigen machen. Halli und hallo, liebe Festgemeinde. Oh, meine besondere Verehrung, Herr Dr. Kröner. Was ist denn? Sie sind ein bisschen blass um die Nase. Sagen Sie nur nicht, dass Sie plötzlich 5 Minuten vor 12 Angst bekommen haben und sich vielleicht ins Ausland absetzen wollen. Hm? Oh, Guido. Oh, Ernst, wieso bist du denn schon da? Ich glaube, du bist noch dort in dem Lokal. Ist alles in Ordnung, Ernst? Elfi, es hat keinen Zweck. Wir müssen es Ihnen ja doch sagen. Ja, was denn? Aber Kinder, ich muss euch auch was sagen. Ich glaube, die Elfi ist... Was heißt die Elfi? Die Niki. Die Niki ist verschwunden. Ja. So, nein, Dr. Kröner, ich bitte Sie, beunruhigen Sie sich nicht. Das war doch nur ein kleiner Scherz von mir. Ja. Aber ich habe sie ein paar Mal angerufen zu Hause. Ja. Also, die Niki, meine ich. Ne? Sie hat sich nicht gemeldet. Ja. Nein, aber vielleicht ist sie schon in dem Lokal beim Polterabend und wartet auf uns. Also los, gehen wir. Herr Petermann, entschuldigen Sie, ich habe Sie gar nicht gesehen. Wie geht's Ihnen denn? Was wird Sie nach Wien? Ne? Ich habe einen Samovar gebracht für die gewesene Hochzeit. Nein, für die sein sollen gewesene, für die Verwehte, für die Verweste. Sagt mir leid, warum schleift sie alle so einen Bart? Mein lieber Tommy, deine Ausdrucksweise ist unter dem Hunde. Aber du hast recht, die liebe Festgemeinde ist nicht fröhlich, sondern ziemlich depressiv. Hm? Guido. Ja? Ernst? Ja? Tommy. Ja, Tommy, also, auch du bist davon betroffen. Wir alle, Elfi, Hilla, wir alle. Alle sind betroffen. Franz, bitte mach's nicht so geschwollen. Das Ganze klingt so wie aus einer Tragödie im vorigen Jahrhundert. Bitte, eine Tragödie ist es auf jeden Fall. Was der arme Herr Doktor mitmacht, das kann nur einer verstehen. Ich, weil ich ebenfalls schnöde bin. Was? Schnöde, verlassen worden bin von einer Zierze. Erzähl's mir. Welcher Doktor ist von welcher Zierze verlassen worden? Ich liebe solche Geschichten, weil ich da bei ihm eine erfrischende Schadenfreude empfinde. Dann kann ich zu deiner Erfrischung beitragen, lieber Onkel Guido. Der verlassene Doktor bin ich. Ja, und der andere Verlassene bin ich. Zwar nicht Doktor, aber auch nicht Akademiker bekommen vom Schicksal oft eine hineinkaut. Ja, das glaube ich nicht. Herr Dr. Kröner. Na, Elfi, so sag doch was sofort. Na? Na, bitte, ich. Bitte. Die Niki lässt sich entschuldigen. Sie ist mit dem Flugzeug nach New York. Was? Für lang? Ja, mindestens für ein Jahr, schreibt sie. Da wird sie aber am Dienstag nicht zu ihrer Hochzeit da sein können. Ja, Guido. Also deine Schlagfertigkeit hat sofort wieder den Nagel auf den Kopf getroffen. Das haut mich echt nieder. So was Ausgeflipptes hätte der Niki gar nicht zutraut. Ich auch nicht. Das muss Hintergründe haben, Herr Dr. Kröner. Herr Dr. Kröner. Herr Dr. Kröner, in diesem Zusammenhang werden Sie meine direkte Frage verstehen. Was haben Sie meiner kleinen Niki angetan, dass sie so einen unkontrollierten Schritt tut? Ernstl, wer wem was angetan hat? Also ich glaube, das ist klar, oder? Sie haben ja recht, Herr Lafitte, ich verstehe Sie ja. Aber irgendwas muss passiert sein und das muss meine Schuld sein. Irgendwas muss diesen zauberhaften Engel verstört haben. Mein lieber Dr. Kröner, bitte, Sie müssen sich von... Ich meine, ich habe die Niki sehr lieb, aber Sie müssen sich von dem Gedanken freimachen, dass Sie auch noch in irgendeiner Form daran Schuld tragen, an dieser Situation. Ja. Denn dieser zauberhafte Engel Niki... ist ein kleiner, unreifer, verwöhnter Fratz. Mama, also ich bitte dich, wie kannst du denn sowas sagen? Weil's ja, weiß. Was ist denn nicht weinen, lieber Freund? Schau's, dazu hätten's nur Grund, wenn die Niki sie als nächsten zukünftigen auserwählt hätte. Guido,
Du auch? Du gehst auch auf die Niki los, auf dieses arme kleine Kind, das jetzt verlassen und einsam durch die Welt irrt. Ich kann nicht mehr. Es ist ganz einfach zu viel. Ich bitte um Entschuldigung. Ich bitte überhaupt für alles um Entschuldigung, aber ich muss jetzt ganz einfach allein sein. Es ist wirklich zu viel. Naja, die Niki als Ehefrau wäre eh eine Katastrophe gewesen. Also ich für meinen Teil, ich hätte sie nie geheiratet. Das ist die erste gute Meldung dieses Tages. Herr Dr. Gröner, bitte, gehen Sie nicht so schnell. Wissen Sie, das ist so im ersten Zorn, das stellt sich so leicht. Ich bin nicht zornig, Frau Sokol, aber... Ich muss jetzt ganz einfach allein sein. Nein, mit einem seelischen Erdbeben sollte man nicht allein sein. Kommen Sie ein bisschen in die Küche zu mir, kommen Sie. Schauen Sie, da stehen Sie nachher. Sie wissen es also auch schon. Ja, haben Sie auch einen Brief von der Niki bekommen? Ja, vielleicht hat sie überhaupt... Rundschreiben hat sie vielleicht überhaupt verteilt und... Damit sie den Leuten verkündigt, hallo Leute, ich heirate nicht, weil es mir gerade Spaß macht, einen Trottel hereinzulegen. Nein, ich habe natürlich keinen Brief von ihr gekriegt. Das hat mir auch niemand was erzählt. Aber wissen Sie, wenn der Herr Sektionschef seine Rumpelstilzchen-Anfälle hat, das hört man ja überall durch. Da brauche ich gar nicht horchen. Das ist wie Stereo. Wollen Sie einen Kaffee? Na, Sie haben recht. Der Kaffee macht Ihnen zweimal brauchen, was niederschlägt. Warten Sie, einen Nussernen nach dem Rezept meiner Großmutter. Der wird Ihnen Vierer haben. Das heißt, man sieht dann zwar nicht so klar, aber das brauchen wir ja jetzt. Ein bisschen rosarot sieht man vielleicht die Brust. Danke, ich trinke ja nie. Bitte. Obwohl... Kann es das vielleicht gewesen sein bei der Niki? Ja, Frau Sokol, das Trinken meine ich. Das Trinken? Das ist mir nie aufgefallen, dass die Niki trinkt. Aber andererseits, was braucht denn ein Trinker nach New York? Das kann ja der Bülliger haben, der fährt in der Woche auch. Ich meine doch mich. Meinen Rausch vom letzten Samstag. Ich habe in der Niki gebeichtet. Warum? Ja, weil ich keine Geheimnisse vor ihr haben wollte, ich Trottel. Ja, ich wollte ein offenes Buch für sie sein. Ja, und jetzt hat sie mich halt ganz einfach, ne, ausgelesen. Ja, sowas gibt's, sowas passiert, sowas ist früher passiert und wird auch in Zukunft passieren. Jetzt stellen Sie sich einmal vor, wenn alle Leute, die je ineinander verliebt waren, wenn die auf ewig beieinander bleiben, hören Sie, es war so stinkfad auf der Welt. Mit der Niki wäre mir nie fad gewesen. Die war immer so... Die war so einfallsreich und immer voller Überraschungen. Ja, das ist wahr. Bis zur letzten Sekunde. Nein. Sowas kommt nicht überraschend. Sowas bereitet sich vor. Wieso hast du nichts gemerkt, Elfi? Du als Mutter. Ich? Warum hab ich nichts gemerkt? Und warum hast du nichts gemerkt als Vater? Nein, wir sehen, Onkel Guido, gleich sind wir zwei dran. Also du halt den Mund, Tommy. Meine, es ist also, es konnte niemand etwas merken. Ihr habt alle nicht bemerkt, dass die Niki eben eine erwachsene Person ist, dass die Niki ihr eigenes Leben lebt, dass sie selbst ihre Entscheidungen trifft, aber das konntet ihr ja auch nicht merken, denn ihr habt sie ja alle immer noch behandelt wie ein kleines Kind. Ja, du hast sie aber immer richtig behandelt, ja? Ja, also in aller Bescheidenheit, Hilla. Ja, das hab ich. Ich habe mit ihr gesprochen von Mann zu Mann. Von Mensch zu Mensch, also von Erwachsenen zu Erwachsenen. Vorigen Mittwoch habe ich noch mit ihr länger geplaudert. So. Ja. Na und? Da hat sie dir gar nichts angedeutet? Nein, überhaupt nichts. Ich meine, sie hat so, also wie soll ich sagen, gewisse prinzipielle Zweifel an der Institution der Ehe ausgedrückt. Ja, also da muss ich Ihnen sagen, damit hat sie sehr recht getan. Denn die Ehe ist ein zweifelhaftes Gewerbe. Ja, sag einmal, wie kommst du mir denn vor? Und du hast es nicht für nötig gefunden, uns das mitzuteilen? Wieso denn? Du hast überhaupt keinen Grund dazu. Ich meine, ist doch ganz normal, dass man eine Woche vor der Ehe solche Bedenken hat? Also ich muss dir sagen, ich verstehe dich immer weniger. Helan, mich wundert nur, dass du ihn überhaupt je verstanden hast. Die Zweifel an der Ehe.
Das ist deine Schuld, Elfi. Das ist deine Schuld. Du hast es verabsäumt, deiner Tochter Niki überzeugend genug vorzuleben, wie glücklich man als Ehefrau sein kann. Was hast du versagt? Schauen Sie, meine Frau zum Beispiel, die hätte glücklich sein können. Ich habe sogar meine Schuhe selber geputzt. Aber bitte störe Sie doch nicht bei Ihrem Gespräch. Ein kleines bisschen schon, Herr Petermann. Entschuldigen Sie. Also, du findest, ich habe also meine Rolle als Ehefrau nicht gut gespielt. Offensichtlich. Ich finde, zu so einer Rolle braucht man ja eigentlich auch einen Partner. Eine Ehe ist kein Solo-Auftritt. Wissen Sie, nur wenn die Schuhe besonders dreckig waren, nach einem Unwetter oder so, da hat meine Frau sie putzen müssen. Aber bitte, ich will mich in keinster Weise da einmischen. Ja, das wäre wirklich sehr nett von Ihnen, Herr Petermann. Nein, Elfi, da hast du vollkommen recht. Solo-Auftritt ist die Ehe nicht. Es ist ein Match. Ein hartes Match. Einer gegen den anderen. Sag einmal, hört's doch jetzt endlich auf, ihr zwei. Die Niki hat eine ganz normale Ehe miterlebt mit euch. Mit ihren Höhen und Tiefen. Aber dieses Kind ist doch nicht so dumm, dass sie glaubt, dass eine Ehe nur Wonne und Waschtrog ist. Ja, oder Liebe und Grischmorn. Ja. Apropos, das bringt mich auf die Frage des Buffets, das jetzt auf uns und auf die Polterabendgäste wartet. Was geschieht jetzt mit dem Buffet? Was geschieht mit den Gästen? Ja. Einfrieren. Alles miteinander einfrieren. Bitte, das kann ich Ihnen aus meinen wirklichen Erfahrungen sagen. Einfrieren für bessere Zeiten. Für Sie werden ja noch welche kommen. Für mich nicht mehr. Ja, ich glaube, ich muss jetzt gehen. Ja, also dann gute Heimreise, Herr Petermann. Heimreise? Ja. Wo habe ich noch ein Heim? Ein Heim ist ja nicht nur ein Haus. Ein Heim ist dort, wo einen jemand erwartet. Mich erwartet niemand, außer meinem Hund und den Händeln. Und da geht's Ihnen eh gut. Ich habe nicht einmal einen Hund und schon recht keine Händel. Ja, die Frage ist jetzt nur, nehme ich ihn mit oder lasse ich ihn da? Wen bitte? Den Samovar. Wissen Sie, ein Mensch, der einen Samovar herumschleift, das ist ja etwas ungeheuer Trauriges. Er wirkt wie ein Flüchtling, der seine besseren Zeiten in den Armen vor sich herträgt. Herr Petermann, Also als Geschenk können wir den Samovar natürlich nicht annehmen. Aber wenn Sie wollen, lassen Sie ihn doch einfach hier. Und wenn Sie wieder mal in Wien sind und nicht mehr ganz so traurig, dann kommen Sie und holen ihn ab. Einverstanden? Mhm. Vielleicht übersiedle ich überhaupt nach Wien. Denn bei Ihnen da fühle ich mich wohl. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Sie sind so viele. Herr Petermann. Ich bin allein. Herr Petermann. Wissen Sie, Sie können vielleicht helfen, meine Sorgen ein bisschen mittragen. Ja, was wollte ich noch sagen? Ja? Wiedersehen. Wiedersehen. Der Ting hat's aber auch ordentlich. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie war denn seine Frau? Der ausgeschaut hat ein bisschen wie der Lindwurm in Klagenfurt, aber zum Ausgleich dafür war sie eine fürchterliche Keifen. Landläufig auch Biskun genannt. Ich war so cool und mich für die Taschentücher. Danke, und jetzt gehe ich, geh ich halt meinen Weg in die rabenschwarze Nacht. Gern, Sie übertreiben es nicht so. Das ist noch keine rabenschwarze Nacht, das ist für Ihre Verbeine. Ich meine seelisch, Frau Sokol. Aber wie sollen Sie das verstehen als Frau? Nee. Der Herr Doktor da, der versteht mich, gell? Tut mir leid, heute verstehe ich überhaupt nichts. Nicht die Niki, nicht mich und das Leben im Allgemeinen schon gar nicht. Das Leben, das kann ich Ihnen erklären. Sieh, das ist eine Idee, hocken Sie noch nieder, erklären Sie uns das Leben. Ich gebe Ihnen ein Glasel für einen Nussel. Das Leben kann ich Ihnen erklären. Das Leben ist eine Seifenblase, die nur kurz färbig ist, wenn gerade die Sonne drauf scheint. Danach ist nichts mehr, nur ein nasser Fleck auf einem grauen Stein. Sehen Sie, das ist aber auch wieder eine Ansichtssache. Weil ich persönlich habe zum Beispiel Stana furchtbar gern. Ich habe sie immer gesammelt und tu das. Mein Engel, das ist mein früherer, mein Verflossener, der hat ewig geschimpft, wenn wir von einem Ausflug zurückgekommen sind, hat er mir so einen Rucksack voll Steine schleppen. Und dann habe ich sie gewaschen, aufs Fensterbrett gelegt, dann habe ich mir sie angeschaut und jeder hat eine andere Farbe. Schön ist das. Aber grau ist nie dabei. Na, grau gibt's schon. Ohne Niki ist alles grau. Also, so darf man auch wieder nicht reden. Ich bitte Sie, Sie sind ein junger Mensch. Ja. Sie haben das Leben noch vor sich. Sie können noch 10-mal die Richtige finden. Ich in meinem Alter höchstens 5-mal. Ernst, das ist aber auch nur. Vielleicht 6-mal, wenn ich mich beeile. Ja, beim Finden habe ich ja auch Schwierigkeiten. Meine erste Frau, die hat sich auch von mir scheiden lassen. Naja, obwohl beim Finden tue ich mir gar nicht so schwer. Beim Behalten, da hapert's dann. Man kann nichts auf der Welt behalten, gar nichts und schon gar nicht einen Menschen.
Frau Sokol, für eine Frau sind Sie gar nicht so dumm. Oh, danke schön. Nicht, dass Sie ganz an den männlichen Geist herankommen, aber in der Nähe sind Sie schon. Wir sind doch richtiggehend große Egoisten. Wir sitzen da und streiten und reden, wer ist dran schuld an dieser ganzen Sache und wieso hat die Niki und wer und wie und wo und was und wann und immer nur wir. Aber denjenigen, den das Ganze am meisten angeht und der am allertiefsten getroffen ist und am allerunglücklichsten ist, den haben wir weggehen lassen, nämlich den Dr. Kröner. Ja, ich muss sagen, auch der arme Petermann liegt mir ein bisschen auf dem Gewissen. Normalerweise, wenn jemand mit einem Kummer zu uns kommt, hören wir ihn doch an und lassen uns von seinen Sorgen erzählen, nicht? Der arme Kerl kommt extra vom Attersee her und will von uns Trost haben und wir haben nichts anderes im Kopf, als wenn man wieder loswerden. Ihre Elfe, in dieser Situation kann man sich doch nicht um fremde Menschen bekümmern. Wir haben eigene Probleme genug. Zum Beispiel muss jetzt einer von uns in das Lokal gehen und die Gäste noch ausschieben. Und das Buffet einpacken. Vielleicht könnt ihr morgen damit eine Party geben. Ach, du bist ein herzloser Bruder, wirklich. Wieso herzlos? Na, sollen wir hungern, währenddessen ist sich die liebe Schwester Niki von mir in New York gut gehen lassen? Ja, das ist halt die Unbekümmertheit bei Jugend. Naja, aber der Gui hat mir mein Gewissen, ich werde jetzt auch mein Gewissen erleichtern. Ich gehe zur Sokol und werde sie um Entschuldigung bitten. Ich glaube, zu der war ich ein bisschen ekelhaft. Na, nicht nur zu der. Du. Ja. Unglück, wo nicht der Eizel Glück auch dabei wäre. Schauen Sie zum Beispiel, das Glück bei Ihnen, Herr Petermann, ist doch das, dass Sie in Ihrem Alter eigentlich Ihr Leben noch einmal von vorn anfangen können. Herrn, wer hat denn das schon? Ist das nichts? Ja, so gesehen ja. Ich meine, zufrieden war ich nicht mehr ganz mit meinem Leben. Und mit ihr eigentlich auch nicht. Sie hat ja furchtbar viel gekäppelt mit mir. Na, sehen's. Gekäppelt hat die Niki natürlich nicht, noch nicht. Nein, gekäppelt nie. Ja, aber wissen Sie, das wäre vielleicht Kummer bald, vielleicht sogar, wissen Sie, weil die Niki entzückend und lieb, aber sie ist ja selber noch nicht ganz fertig. Sie weiß doch nicht, was sie will. Und auf so einen Menschen, da kann man nicht drauf ruhen, wenn Sie wissen, was ich meine. Ja, aber glauben Sie das wirklich? Das heißt glauben, ich weiß es hundertprozentig. Da gibt es eigentlich nur mehr ein Problem. Was geht eigentlich mit der Hochzeitstorte? Also, kann ich die haben? Ein Tier. Also, das ist doch wirklich das Letzte. Bitte, über das Buffet können wir reden. Ich meine, die Sachen, die man nicht einfrieren kann. Aber eine fremde Hochzeitstorte von einer nicht stattgefundenen Hochzeit, die frisst man nicht so einfach auf. Ich friss keine Korn. Ja, ist das. Ich hoffe, Hans. Hat sie dir verziehen? Aber es ist ja gar nicht dazugekommen. Wieso? Ja, schau, es ist ja wirklich so, dass ich ärgere mich manchmal über die Sokol, aber diesmal muss ich sagen, sie ist großartig. Wie die also die zwei da drinnen behandelt hat, also der Freud hätte das nicht besser machen können. Okay. Tja, aber jetzt nehme ich das auf mich, jetzt gehe in das Lokal und tu in dem Lokal den Gästen sagen, dass nichts ist. Sag mal, Franz, ist dir das nicht sehr unangenehm? Naja, doch, aber was soll ich machen? Na, also weißt du was, ich gehe mit dir. Zu dritt gehen wir, zu dritt gehen wir. Das kommt ja gar nicht in Frage. Ich muss die Rede, die Entschuldigungsrede formulieren. Ja, da geht auch gleich mit. Einer muss ja das Buffet, besser gesagt, den Transport überwachen. Du, Papa, vielleicht könntest du mir nicht zwei Flaschen Champagner noch dazu geben. Was willst du, zwei Flaschen? Meinetwegen, behalte die zwei Flaschen, den Rest trinken die Elfi und ich gemeinsam aus. Wir gehen ja eh alle. Mir bleibt wirklich nichts erspart. Das ist einfach ein geeintes Mensch. Jawohl, wir treten Ihnen als geeinte Familienfront entgegen, dass Sie morgen schlagbar ist. Jawohl, also die Lafitte. Wir stehen ja auch in Freuden beieinander. Also nehmen wir heute die Leiden von der Niki auf uns. Also kommt, gehen wir in das Lokal. Gehen wir heute. Thank you.